Ja. Unser Wort heute, das steht unmittelbar vor der Kreuzigung von Jesus. Höhepunkt und seine Auferweckung. Dazwischen ist nur noch das Gebet, das hohepriesterliche Gebet von Jesus für uns, dass wir bewahrt bleiben vor dem Bösen. Und das ist das letzte Wort im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet. Also das Thema, dass wir zerstreut werden an jeder in das Seine, dass die dunklen Mächte in dieser Welt toben. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, besiegt. Wir haben ja diese Tage unheimlich genossen. Gibt es einen schöneren Ort als Bethanien, diese Friedensstätte? Hier oben, wenn man am Waldrand entlangläuft zum Grenzweg Richtung Waldbrunn und der Blick über dieses wunderbar liebliche Langensteinbach und die Berge und die Hügel sieht. Aber dann ist es interessant, wenn man schon bei den festlichen Mahlzeiten sitzt, liebevoll zubereitet, ist ein einmaliger Platz, auch hier dieses Freizeitheim Bethanien. Wie so viele bedrückt sind, sehr bedrückt von der Angst. Sehr schön, dass in dieser Freizeitstätte keine Abendnachrichten laufen, dass man für einige Tage den aufregenden Ereignissen entrückt ist und den großen Schreckensmeldungen der Welt. Aber es kommt dann immer wieder heraus, wie viel in unserem Leben drin ist. Und das ist nicht nur heute so, sondern das war zu allen Zeiten so. Als wir junge Pfarrleute waren im Schwarzwald in Schramberg-Schulgen, die ersten Pfarrleute dort oben in dieser Siedlung, und da hat mich immer gestört, wenn die Leute auf den Prediger starten und ich dachte immer, wenn die Gedanken abschweifen, das kommt ja manchmal vor bei der Predigt, dann sollen sie wenigstens an einem Bibelwort hängen bleiben. Und wir haben ein Ausschreiben gemacht und jeder durfte an einem Zettel von 10 Bibelworten ankreuzen, was ihm das wichtigste Bibelwort im Leben gewesen ist. Es war interessant, als wir die dann eingesammelt haben, die Zettel, war es mit 62% dieses Wort. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Waren viele Heimatvertriebene dabei, junge Leute. Und junge Leute haben heute auch ganz viel Angst. Alte Leute, wo geht mein Weg hin? Wer pflegt mich einmal? Wie geht das nächste Woche in der Operation weiter? Wir haben Angst. Und wenn Jesus von der Angst redet, da steht im griechischen Wort, das ist etwas, was uns den Hals zudrückt, dass man nicht mehr schnaufen kann. Dass das Adrenalin im Körper hochgeht. Ein Lichtschalter kannst du ausknipsen, aber die Angst kannst du nicht ausknipsen. Die geht mit uns in die Nacht, dass wir nicht schlafen können. Und das treibt uns um in den Ängsten dieser Tage. Die jungen Leute haben ja mit ihrer heiligen Greta uns das Motto vorgegeben. Wir wollen, sagen die Jungen, wir wollen, dass ihr die Panik spürt, die wir spüren und die Angst, die wir empfinden. Junge Leute haben Angst. Aber wir dürfen es ja kaum aussprechen, dass wir noch mehr Angst haben, dass die Jungen, die jetzt an der Regierung sind, es noch schlimmer machen als vorher. Und dass wir den Winter gar nicht überwintern können. Weil wir solche Maßnahmen beschlossen haben und sagen, wir können gut aufs Gas verzichten mit 15% Kürzung. Und da gibt es ja noch viel mehr Dinge. Der Ebola-Virus, da sterben 60%, die den Virus haben. Gott sei Lob und Dank, dass wir den noch nicht haben. Und wie ist das erst von denen unter uns, die mit der Krebserkrankung kämpfen? Viel, viel mehr oder mit Krankenhauskeimen. Wir sind doch umgeben von Krankheit. Einige von uns, die müssen morgen wieder zum Arzt und warten drauf. Und dann kommt das Ergebnis. Das schlimmste Ergebnis ist das Positive. Das Positive ist nämlich negativ. Bei der Untersuchung. Und da haben wir Angst. Und das ist so wichtig, dass wir uns der Angst stillen. Wir haben in dieser Welt Angst. Ganz große Angst. Weil wir ganz schwache Leute sind,
Auch wie wir jung waren, da haben wir noch gesungen, keine Angst, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst. Helmut Schmidt hat immer gesagt, man darf nicht über seine Ängste reden. Heute ist Mode geworden, dass sogar die Nachrichten nur noch von der Angst reden. Und die Regierenden nur noch von der Angst. Und dass wir sogar die Warnungen kriegen von der Regierung, wir sollten aufpassen, dass nicht genügend Gas da wäre für den Winter. Was sollen wir denn noch machen? Wir können das nicht herren und wir werden mit den Ängsten unseres Lebens nicht fertig. Und wie schrecklich das alles ist, wenn man der Angst in seiner Ohnmacht ausgeliefert ist. Wir können den Ängsten nicht steuern im Leben. Sie überfallen uns, sie halten uns gefangen, gefesselt. Und das ist ganz arg schwer, wenn wir es jetzt alles aufzählen, wie die Prüfungsängste, die Angst vor der Verleumdung, die Angst vor den bösen Worten, die man kriegt. Ich bin froh, dass Jesus uns ganz klar gesagt hat, dass wir in einer Welt der Angst leben. Das, was uns viele vormachen, als ob man diese Welt retten könnte. Wir müssen diese Welt retten, müssen diese Welt verändern. Das gelingt ja nicht, weil Jesus uns das in seinen Abschiedsreden, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, dreimal in den Evangelien, so klar gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und Krieg und Kriegsgeschehen wird bleiben. Und Multikulti funktioniert nicht. Ein Volk wird sich erheben wie das andere. Das meint man heute besser, aber es funktioniert nicht in unserer Welt. War damals im Höhepunkt des Balkankriegs in Belgrad. War erschütternd, 600.000 Flüchtlinge allein in der Hauptstadt Belgrad, alle vertrieben. Die Kroaten, die mit Serben verheiratet waren, durften nicht bleiben und die mit Bosnien verheiratet waren. Alle waren irgendwo vertrieben, durften immer zurück in ihr Haus. Und das hat mich beeindruckt, da waren Frauen von den evangelischen Gemeinden, die haben eine Aktion gestartet, Brot des Lebens. Es war eine wunderbare Hilfstätigkeit. Wir durften das damals in Deutschland gar nicht sagen, dass wir helfen von Hilfe für Brüder. Da haben wir gesagt, ihr dürft doch den Serben nicht helfen, das sind doch Kriegsverbrecher. Milosevic, es waren gerade die Serben, Boden des Friedens. Und da sind die Frauen hingestanden, überall in den Kirchen, jeden Tag. Und da waren die Pakete, Hilfspakete aus der ganzen Welt kamen, aufgebeugt. Aber die Frauen sind vorne hingestanden und haben zunächst eine Predigt gehalten. Das fand ich die tollste Evangelisation. Sagt, niemand versteht euch. Niemand liebt euch. Niemand kann euch helfen. Bloß Jesus. Und dann haben sie eine halbe Stunde evangelisiert. Und dann haben sie gesagt, aber dass das nicht bloß ein Wort ist für euch, jetzt machen wir den Vorhang auf und dahinten darf jeder sich so ein großes Paket von 10 Kilo mitnehmen. Mit Lebensmitteln. Wissen Sie, das ist die wichtigste Botschaft, die wir heute in die Welt der Angst haben. Und für Ihre Gespräche möchte ich das einfach Ihnen raten. Das ist der beste Anfang, wenn Sie mit Ihren Nachbarn, Kollegen oder wo sprechen. Wem vertrauen Sie eigentlich in diesen Tagen? Wem vertrauen Sie? Vertrauen Sie der Außenministerin, die sagt, wir müssen Russland besiegen? Das hat Napoleon schon probiert und Adolf Hitler hat es auch probiert. Ist in Stalingrad gescheitert. Glauben Sie, dass die Panzerhaubitzen den Frieden bringen? Oder gibt es doch einen Weg des Gespräches? Der gegenseitigen Interessen auf dem Minsker Abkommen, was wir haben, da gibt es doch ganz viel. Da gibt es Lösungen. Wem vertrauen Sie eigentlich? Vertrauen Sie noch den Bankern? Der Euro ist so sicher wie die D-Mark. Vertrauen Sie denen? Wem vertrauen Sie eigentlich noch? Und dann sagen Leute, eigentlich habe ich im Moment gar niemanden, den ich vertraue. Ich vertraue auch den Fernsehnachrichten nicht mehr. Die sind oft so einseitig. Wem vertrauen Sie eigentlich? Und da dürfen Sie sagen, ich kenne Jesus. Und Jesus hat in meinem Leben so klar geredet und ich habe das erlebt. Auf der Intensivstation oder wo Sie erzählen, ich habe das erlebt in großen Depressionen. Wie Jesus da ist und dann sie ganz zart, wenn Sie anfangen, ist auch für Sie der Weg. Und er will das bei Ihnen auch tun und Ihnen zeigen, in den zerbrechenden Strukturen unserer Welt. Auch das sagt ja Jesus,
dass das weitergeht, erschütternd. Das, was wir heute haben, die große Zerspaltung, die Jungen gegen die Alten. Und dass die Väter mithelfen, dass die Kinder dem Gericht überantwortet würden. Stehen wir kurz davor, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf, dass die Angst umgeht. Ist erschütternd. Und dass diese Welt gar nicht bewahrt werden kann mit allen Aktionen. Auch wenn gar kein CO2 mehr aus ihrem Autoauspuff rauskommt, sondern dass diese Welt zergeht, wenn die Elemente der Welt zerschmelzen unter dem Gericht Gottes im jüngsten Tag. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren, auch die Welt wird nicht bleiben. Wir sind dankbar, solange sie Gott erhält, auch eine ungerechte Welt. Das wird bleiben, aber das Wunder, dass Gott diese Welt erhält und dass er uns sucht in dieser Zeit. Und darum müssen wir uns dieser Angst stillen. Ja, wir sind schwache Leute, wir schaffen das alles nicht. Es ist ja auf einmal so sprechend im Evangelium, wie sich das für uns öffnet. Ganz schön beschrieben in Johannes 10, wie sie Jesus umringt haben. Jesus, jetzt red doch mal klipp und klar, bist du der Messias? Wir müssen das wissen. Gibt es eine Hoffnung bei dir? Und dann sagt Jesus so treffend, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt ja nicht. So ist es ja. Wie eindeutig hat Jesus gesprochen in den Wirren dieser Zeit, einer untergehenden Welt der Katastrophen, dass er sich finden lässt, dass er sein Reich baut. Aber ihr glaubt ja nicht. Warum glaubt ihr nicht? Und dann sagt Jesus, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Das ist so schön, dass Jesus ein Wort gewählt hat, dass alle Menschen Schafe sind. Die laufen irgendeinem Herdentier nach, dumme Schafe. Es sind viele Schafe, die auch keinen Hirten haben. Die sind ganz alleine in der Welt und kämpfen sie irgendwo durch und versuchen das immer wieder, wo sie Futter kriegen und wo sie leben können. Aber das Geheimnis ist ja, dass es einige gibt, die haben das erkannt. Wie sagt Jesus? Die sind von meinen Schafen. Die haben einen guten Hirten. Wie kriegt man denn den guten Hirten? Auch das hat Jesus so klar gesagt. Das kriegt man nicht durch Fleisch und Blut, das kriegt man nicht aus seinem Kopf, je mehr man auch drüber grübelt. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Ein Geheimnis. Den großen Gelehrten unserer Zeit mit 4 Doktorgraden und 3 Professuren und Gott hat es ihnen verborgen. Der ganzen Klugheit der Universitäten verborgen. Aber das den Unmündigen geoffenbart, das ist das Herrliche. Leute, die mit ihrer Not nicht mehr weiterkommen im Leben, die unmündig sind, wie die Kinder. Dietmar, du hast es herrlich vorhin gesagt, die Hand, die da greift und gehalten wird. Das sind Unmündige, die sagen, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Herr Jesus, du musst mitgehen. Das ist etwas, wo man heruntersteigt aus einer Weltklugheit und auf einmal zugibt, ja, Herr Jesus, wir schaffen das alles nicht. Ich werde mit dem nicht fertig, mit der zerbrochenen Ehe, und ich werde nicht mit dem fertig, dass meine Kinder nicht mehr mich besuchen. Ich werde auch nicht mit den Schrecken der OP fertig, die in den nächsten Tagen kommt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich darf dich fassen. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus sich zu denen bekennt, die ihn suchen, und dass er dieses einmalige Bild gezeichnet hat, das jeder versteht, vom guten Hirten. Es gibt so viele falsche Hirten, es gibt so viele, die machen das gegen Bezahlung und Honorar. Aber dass Jesus völlig gratis sagt, ich kümmere mich um deine Belange. Und alles steht unter meiner Kontrolle, was da geschieht, und darf sich mir anbefehlen, anvertrauen, meiner Führung. Und das ist das so schön, dass Jesus dann noch dann ergänzt hat. Diese Schafe, das ist das Kennzeichen, sie hören meine Stimme. Mich hat das immer fasziniert. Bei den dummen Schafen, dass das sogar bei dem Hirten so ist. Wenn der Hirte da ruft, sind viele Schafherden beieinander und dann ruft, oh, die Schafe kennen den einen Hirten, zu dem sie gehören. Und da laufen die Schafe genau zu dem, der ihr guter Hirte ist. Und sie laufen keinem Fremden nach. Und die Stimme des Herrn hören, das ist so wunderbar. Das haben wir in diesen Tagen genossen. Aber der Herr ist immer noch größer. Bei einem Josef, was ist dem mitgespielt worden, der als Sklave von seinen Brüdern verkauft wurde?
Also wer von Ihnen unter mehreren Brüdern aufgewachsen ist, der weiß, dass Brüder einem schon manchmal zusetzen können. Wir waren 5 Brüder und hatten noch eine Schwester, die wurde prima von uns erzogen natürlich. Also der Josef wurde als Sklave verkauft und dann kommt er in das Haus des größten Schlächters von Ägypten, der das Schlachtwesen unter sich hat und das Schafott im Richterwesen, der Potiphar. Und dann kommt die Frau Potiphar. Wissen Sie, es gibt auch Männer, die von Frauen verführt sind. Darüber spricht man in unseren Tagen nicht, aber in unseren Gemeinden eine ganz große Not. Dass viele Männer völlig wehrlos sind, wenn Frauen sie verführen wollen. Und das wird alles den Josef machen. Der Josef weiß, nein, ich gehe den Weg mit meinem Hirten. Wie soll ich so groß Übel tun und wieder Gott sündigen? Das war noch, bevor die Gebote am Sinai überhaupt verkündigt wurden. Er wusste, was ich gehört und ich gehöre meinem Herrn. Und dann gehe ich den Weg. Und du wirst nie betrogen sein, nie, wenn du nicht den Weg der Gebote Gottes gehst. Das ist an unseren Tagen ganz arg schlimm wie in der Christenheit. Manche meinen, man dürfte nach seinem Gutdünken die Gebote Gottes umfunktionieren. Und wie man es gerade will und wie man es gerade versteht. Aber ich habe immer so einen Leitsatz und den kann man behalten von der Predigt. Der Teufel zahlt mit Falschgeld und es ist noch nie ein Mensch durch eine Sünde glücklich geworden. Das ist ganz wichtig. Für alle deine Gelddinge, für das, was du redest, für das, was du tust in deinem Leben, geh den Weg mit Jesus, dem guten Hirten. Und er segnet dich und sie hören meine Stimme und ich kenne sie, er kennt uns durch und durch. Er kennt uns auch mit allem Versagen, mit allem Scheitern. Das ist sogar der Grund, warum er uns liebt, weil wir so tief in die Sünde gefallen sind. Man meint ja, in vielen Gemeinden, man müsste nicht mehr über die Sünde reden. In einer der größten christlichen Zeitschriften hat der Herausgeber gesagt, in 20 Jahren ist noch nie über die Sünde geredet worden in dieser Zeitschrift. Dabei ist das größte Problem dieser Welt, das allergrößte, steht hinter allen Konflikten, hinter allen Nöten, auch in den Familien, hinter allen Nöten deines Lebens. Du bist abgewichen und abgefallen. Ich kenne sie. Er kennt uns, das ist so schön können wir es gar nicht sagen, dass alle meine Haare auf dem Haupt gezählt sind. Ich trage ja im Moment so eine Corona-Frisur, wo man eine Friseur nicht mehr braucht. Aber Jesus kennt auch die Zahl meiner Haare, ich habe sie nie, die wenigen noch gezählt. Aber der Herr kennt alles, deine Bedürfnisse, deine Enttäuschungen, deine Wünsche. Auch die Dinge, die du nie mit einem anderen Menschen besprichst. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist so herrlich in einer Welt, die vergeht, in einer untergehenden Welt. Das ist so befreiend. Wir können die Welt auch mit allen Maßnahmen auch nicht besser machen. Wir können die Welt nicht verbessern. Sie ist, wie sie ist. Du kannst auch dein eigenes Herz so schlecht finden. Aber Jesus kann. Und er kann auch noch wirken in dieser gefallenen Welt, ganz wunderbar. Er baut sein Reich und er führt dich und lässt dich seine Kraft erleben. Das ist so herrlich. Du bist nie allein, bist gar nie allein. So herrlich auch in diesen Tagen, wenn wir das gelesen haben. Sturm auf dem Meer und die haben Angst und schreien und plötzlich ist Jesus da. Sie kennen ihn anfangs gar nicht. Und dann ist Jesus da und sagt, warum seid ihr so furchtsam? Das ist doch eine dumme Frage. Warum so furchtsam? Nein, es ist dumm, wenn man Jesus kennt und noch Angst hat. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Mit meiner Frau, wir sind ja so Fans dieser Lieder und wir haben nie gedacht, dass das Buch von dem Kummer sie vom Herzen singen und dennoch fröhlich singen bis heute immer wieder aufgelegt wird. Aber es ist der größte Schatz in den Gemeinden. Und ich möchte Ihnen raten, nehmen Sie auch das uralte Gesangbuch mit ins Krankenhaus, wenn Sie eine Ansprache brauchen. Es ist eine Not, dass in unseren Gemeinden immer mehr die Lieder Gottvertrauen, Kreuz und Trost gestrichen werden. Die brauchen wir in diesen Tagen dringlicher als je. Und dann hat Johann Sebastian Bach ein Lied des Bürgermeisters von Guben, dort bei der Oder Neiße. Dort aus der schlimmsten Zeit, der schlimmsten Katastrophe Deutschlands, das allerschlimmste 30-jährige Krieg, es gab nie mehr in 2000 Jahren, nicht bloß diese 30 darin in den 30 Jahren verschlungenen Kriege, sondern die furchtbaren Pestepidemien, wo oft ein Drittel eines ganzen Dorfes, ja, ganze Dörfer gestorben sind. Jesus
Meine Freude, Johann Sebastian Bach hat eine Motette draus gemacht. Liebe Freunde, es gibt nicht bloß Anbetung, sondern es gibt auch solche Motetten, das ist auch Anbetung Gottes. Dass er es wieder entdeckt, verknüpft mit den herrlichen Worten aus Römer 8. So ist nur nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Und dann kommt, weich dir, Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Oder tobe, Welt, und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Ja, viele haben mir gesagt, das verstehen wir, junge Leute. Ihr versteht es ganz schnell. Ganz schnell. Wenn plötzlich Litauen, wie es weitermacht, den Zugang nach Königsberg versperrt und doch der Krieg losbricht, auch mit der NATO. Ihr wisst gar nicht, an welcher Klippe wir stehen. Dann schreit er zum Herrn. Und dann hört ihr all die Lieder, diese herrlichen Verse, die man wieder beten kann. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod, du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Das versteht man nicht, doch. Wenn es ganz schlimm kommt, und es kommt ganz schlimm, spätestens in deiner eigenen Sterbestunde. Hast du es beten, Jesus, du bist bei mir und ich darf dich fassen. Und das ist so herrlich. Kennst du ihn, deinen Heiland Jesus, der bei dir wohnen will, der für dich ans Kreuz ging, nur für dich, um dich zu erlösen und sich an dich zu binden und dir diesen Frieden zu geben, das darf wissen, es kann mich niemand, und das sagt ja dann, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, der Teufel nicht mal und du selbst nicht einmal, weil ich dich so fest fasse und der Vater im Himmel legt nochmal die Hände drum, dass es eine Heilsgewissheit gibt. Man sagt ja in unserer Welt, es gibt keine absolute Sicherheit. Ich habe mir Konrad Eisel erzählt, wie sie in der Abendbetstunde waren, sind die Einbrecher eingestiegen. Hoffentlich passiert das jetzt nicht gerade bei Ihnen. So ist ja heute mit der Einbrecherkultur in unserem Land und der Sicherheit bestellt. Sie sind ja nie sicher. Und wenn sie alle Vorrichtungen haben, man ist auch nie sicher, ob der Atommeiler wirklich, das ist ja das wichtigste Thema, aber sind alle Sicherheiten nicht mehr klar? Was kommt morgen? Und wie geht's weiter mit meinem Leben und mit meinen Sorgen? Wie geht's denn weiter? Doch, es gibt eine absolute Sicherheit. Nur die eine Sicherheit, dass ich bei Jesus bin und von ihm gehalten und getragen bin und dass er mit dir geht und dass das Allergrößte, und dann heißt es so schön in diesem Jesuswort, getrost sollen wir sein. Ja, getrost ist schon was Schönes. Getröstet, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Mutig, zuversichtlich, ohne Angst. Ich habe so viel erlebt mit unseren Mitarbeitern der christlichen Fachkräfte. Da war eine Mitarbeiterin in Angola und dann brach der Bürgerkrieg aus. Sie waren gerade in einer Gebetsversammlung und die Margarete Roth hat gesagt, ich bleibe, ich lasse mich nicht evakuieren. Das sind ja immer so tolle Momente, wenn die Botschaften noch ihre Mitarbeiter rausholen. Und die hat gesagt, das ist das Allerschlimmste, wenn man die Afrikaner allein lässt im Krieg. Und dann war eine abenteuerliche Geschichte. Ein Jahr war sie verschollen. In Bonn im Auswärtigen Amt sagt, es ist so eine dicke Akte, wir kriegen keine Nachricht. Und nach einem Jahr war sie die Frau, die in Angola wie eine Ikone von den Afrikanern verehrt wurde. Du bist bei uns geblieben. Ich sage, ich habe den Schutz Gottes so erfahren. Ich saß an meinem Schreibtisch und stehe geschwind auf in die Küche. Schuss, da geht ein Schuss durch die Scheibe durch und gerade an dem Platz, wo ich saß. Ich habe die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und habe die Gemeinden trösten können, war ich eine Ernährungsberaterin. Aber das Herrlichste ist, wenn man andere im Glauben trösten darf. Und da war ein Pilot aus Berlin, der sagt, ich möchte im Südsudan fliegen, als die ganzen UNO-Flugzeuge nicht mehr geflogen sind. Wir hatten noch Krankenschwestern 300 Kilometer weit im umkämpften Kriegsgebiet. Martin Riebeling fliegt irgendwo heute in der freien Linie in Deutschland. Das hat mir Gott aufs Herz gelegt und in Bonn haben sie gesagt, sie dürfen das nicht machen, das ist eine Grenzverletzung mit Sudan, da fliegt der kleine Flieger da oben jeden Tag und versorgt die kleinen Stationen. Das hat mir Jesus aufgetragen, ich bin mal mitgeflogen, unten war der Flugplatz, wo die Jets gestanden sind, wir waren 3000 Meter Höhe. Selbst im Funkverkehr hat man nur Codewörter benutzt, andere Wörter, um das zu sehen. Die haben das ja alles abgehört und ein Jahr lang hat er das tun. Du kannst ganz kühne, mutige Sachen tun in deinem Beruf, in deiner Gemeinde und das wünsche ich euch für eure Evangelisationstage, nächsten Tage. Ich will wirken Menschen einladen und das tun für den Herrn. Das ist so herrlich, dass wir in ihm bleiben. Ich will schließen
mit vielen Zeugnissen aus der Bibel, wo das beschrieben ist, der David. Sie bewundern ja immer, schon wenn wir es den Kindern erzählen, wie der dem Goliath in den Weg trat. Aber das war nicht eine mutige Gesinnung. Das wäre ja bei einem so jungen Menschen ein Übermut gewesen. Ihm ging es um die Ehre Gottes. Und da hat er zu seinen Brüdern gesagt, geht da keiner rüber und stopft dem Philister das Maul. Nein, der David hat gewusst, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und wenn sich auch ein Heer mit Schützenpanzern alles um mich legt, so fürchte ich mich doch nicht. Mitten in der Angst ist der Herr da. Und das ist die herrliche Stärke, die sieghafte Größe unseres Glaubens, dass Jesus mit schwachen Leuten große Dinge tun will. Und wir sind dankbar, dass das Jesus am Ende vor seiner Passion nochmal uns ans Herz gelegt hat. Ihr habt viel, viel Angst, aber mutig, Kopf hoch, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das gilt denen, die einsam sind, wo der Ehegatte gestorben ist. Und er wird dich hindurchführen und du wirst einmal in der Ewigkeit sagen, es war wie die Träumenden, wie ich den Herrn erlebt habe, durch all die Schwierigkeiten, durch alle böse Nachrede, die dich trifft, ich gehe hindurch. Wie sagte Saul? Er tat, als hörte er es nicht. Ich bin ein Eigentum Jesu und ich gehe meinen Weg. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns mutig machst in den Schrecken dieser Welt. Und wollen in diesen Tagen auch diese Freude, diese Geborgenheit von dir anderen weitergeben. Gib uns Geschick, wenn wir anderen, die vor Angst zergehen, verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die da kommen sollen. Dass wir ihnen deinen Frieden geben, den Frieden, den du nur ins Herz schenkst, im Getümmel dieser Welt. Auch Menschen, die in diesen Lockdowns alle ihre Existenz verloren haben, auch andere, die arbeitslos werden in den kommenden Wirtschaftskrisen, auch die, die alles Ersparte verloren haben. Herr, du gibst uns viel, viel mehr, als die Welt geben kann. Und wir danken dir, dass wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Amen.